Schon wieder, dann kommt gleich noch mal der Handwerker. Ah, er schon wieder. Der hat richtig gute Laune, finde ich. Horst ist da. Es war dann ein weiteres heiteres Wiedersehen mit Alexander Schubert. Er hat schlechte Laune, er reagiert nicht. Horst ist sauer. So, Leute, wisst ihr, was das maximal erwischt war von dem Teil? Ja, ich habe mich da nicht draufgesetzt, Freund, ne? Wenn das hier nicht richtig belastet wird, vom Hersteller, das annehmende Maximalgewicht nicht eingehalten wird, dann liegt eine Fehlnutzung vor. Hä? Also man muss es belasten? Nein. Horche, was ich sagen tu. Das gibt eine Maximalbelastung. Und wo wir bei Maximalbelastung sind, da bin ich jetzt! Oh, Entschuldigung. Bei mir sind Handwerker oft so, dass die so sauer sind, weil was in meiner Wohnung kaputt ist. Tut mir jetzt leid, das kann ich. Wer hat denn das Bild da so aufgehangen? Da bin ich dann neben dem Handwerker, möchte Bürger des Monats werden und dann dong. Ich dachte für einen Moment, Abdeckerem ist undercover hier, weil er stand so passgenau unter diesem Bild. Wer hätte mich fast gehabt. Hast du dir wehgetan? Nee, alles gut, vielen Dank. Oh Gott. Alles gut, Kollege? Aber jetzt zum ersten Mal, heute kann das sein. Aber diese ganze Bude ist ja morsch. Das ist alles Schrott. Jetzt geh hin hier, scheiße doch mal. Hör mal zu, Kollege, wo ist denn Gesellenbrief? Jetzt, wenn hier alles zusammenbricht. So, manchmal ist Gewalt die Lösung, wa? Bisschen gefuscht, aber guter Fusch muss ja keine schlechte Arbeit sein. So, nochmal entschuldigt. Eiko, du wie? Was bist denn du für ein süßes Schnuckelsche? Ey, mich hat gerade ein Blumenkohl angebaggert. So sieht's aus. Ich komme aus Hessen, ich bin der Stand-Up-Kohl. Stand-Up-Kohl? Kann ich bei euch mitmachen hier bei LOL? Klar. Ich hab ein bisschen was vorbereitet. Was für eine Sprache spricht der Kohl in der Sauna? Hä? Schweizerdeutsch. Ich hab noch einen. Ich hätte gerne mal was mit der Sarah Wiener hier, mit der Köchin, aber die Alte lässt mich schon seit Jahren schmoren. Ich mag diesen Handwerker nicht. Ah. Okay, den noch hier. Wie heißt der Gott der Vegetarier? Kräuterbuddha. Hä? Kräuterbuddha. Ach, Buddha. So, Achtung, ich habe noch einen. Pass auf. Ja, mach mal. Was sind die letzten Worte des Sportlehrers? Feierabend. Alle Speere zu mir. Der ist ja geil. Ich muss raus, also danke fürs Zuhören. War super bei euch. Studi. Gut, ich bin raus, ich war Feierabend. Wir werden dich empfehlen. Mahlzeit, Leute, schön Feierabend, ja. Weitermachen. Ja, Mann. Und ich habe mir seine Nummer geben lassen. Also, wenn zu Hause was ist, das ist jetzt mein Mann.